Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, ein weiterer Tag beginnt mit uns. I dreamed of you last night. Ja, Schatzilein, ich habe schön geträumt. Ja. Spoiler-Alarm, ich habe gar nichts geträumt. Überhaupt nicht. So, dann verlassen wir mal das Haus und schauen mal, ob irgendwas los ist. Wir schauen mal. Help! Help! Come with me! Da ist ja wirklich was los. Huch! Ah, gut. Gut, dass der Rabe da ist. Das ist sehr gut. Spoiler-Alarm. Ich habe nämlich offscreen doch ein bisschen was gemacht auf dem Feld. Ich habe die ganzen... Also drei Leben bin ich abgeklappert. Ich habe erstmal Stroh besorgt und sehr viel Dünger. Und auch sehr viel Wasser für die ganzen Rosen zu kaufen. Ja, okay, so viel Rosen kann ich nicht aufkaufen. Ich muss die irgendwie anpflanzen und dann vermehren. Und eventuell später verkaufen. So, weiter geht's im Text. Bad Birdie, don't fight. Please don't fight. Warum spricht der so komisch, dieser Vogel? Chevalcore, call the police! Hä? Was ist los? Was passiert? X wird beunruhigt. In der Klinik muss etwas im Gange sein. Okay, dann düsen wir mal schnell los, bevor wir das machen, was wir machen wollten. Huch, nein, da wollte ich nicht. So, geh in die Klinik. Ja, ich komme sofort. Bitte ignoriert den Hintergrundgeräuschen. Ist nur mein Kater. Unser Kater. Ein bisschen Gaga im Kopf ist. Und wie er Langeweile Dinge tut. So, dann schauen wir mal in der Klinik. Ginger! Ginger! Was ist denn jetzt los? Hä? Sie schläft doch nur. Ginger! You're burning up! Ist das nicht normal? Please, be quiet. I am treating... Your medicine! It's all because of your phony poison! She's burning up because of you! Ist das nicht ein normaler Vorgang? Please, leave. What did you say to me? Höre auf den Arzt, Gast. Hör auf den Arzt. Leave. Echt mal, geh einfach. Beruhigt euch alle beide. Everyone, please calm down. Let's talk it through. No need for rash decisions. Mr. Gust, I know you're concerned about your sister, but Dr. Fang is well respected around these parts. He fixed us up real good after the whole pollution fiasco. Then how do you explain what's happening to my sister? She... We tried your wacky medicine, and she got a fever straight away. Tried it again today, and she got even worse. That's because... Breathe. Breathe. Small doses of poison to counteract... Fighting fire with fire, huh? Ridiculous! Bad crowd. I expected this. As long as the cliffside flowers are used... You're just covering for yourself. Hmm.
If you can't calm down, please leave. Ja, echt mal. Beruhig dich, Gast. Und geh bitte aus der Klinik raus. Please be calm in front of the patient. You're kicking me out! My sister's life is at stake here. How can you be so callous? Brother. Sie darf nicht überanstrengen wegen deiner Übertreibung. Oh. Typisch Geschwister, die es nicht kapieren, ne? Water. Brother. Ginger. Here, drink up. How do you feel? I had a dream. Mm-hmm. I was in the sun. It was so hot. Mhm, bist auch. But I feel better now. Mhm. My body feels light. Oh. Detoxification. You are past the worst. Thank you, Doctor. The patient needs rest. If you wish to shout, please do so outside. Look, we're done for today, all right? Everyone, head back now. Nothing to see here anymore. Mr. Gus, why don't you head back to the Blue Moon and have a nice yak mail milk? Clear your head. I don't want any more of this. Your sister's awake now, so you don't need to worry about her anymore. Just trust the doctor. Kann doch nicht so richtig, ne? Immer diese Übertreibung. Rest up, Ginger. Gust, go back to the Blue Moon. I'll be fine. Ja. Yeah, you're right. I'm a little hungry anyway. Ja, geht doch. Irgendwie. That Gust got a real temper on him. Ain't like his pa at all. Well, it seems like everything's under control now, though. Anyway, I gotta head back on patrol. Ja, und ich zu meiner Farm. Was soll ich sagen? Geht es dir gut, Feng? Das war Bangsing. Gust ist einfach verrückt. Geht es dir gut, Feng? I'm fine. Okay. There are many patients like this. Care is chaotic. I often have such patients. There is nothing that can be done. Ja, aber deine Augen sehen ein bisschen müde aus. Immer. Don't worry. I am fine. Okay. The cliffside flowers. I have enough for the treatment, but I need more. Klippenblumen. To be safe. Okay. Can you collect some more? Ja, das ist kein Problem. Ich geh und hol welche. Thank you. Bitteschön. Cliffside flowers. They grow nearby. Okay, danke. It may be dangerous. Please be careful. Oh, ich bin stark genug. Drei Klippenblumen. Okay. Gast, geh raus. Du bist hier ein bisschen unerwünscht. Er sollte doch... Oh, was ist das? Ach so, Tagebuch. Mhm. Alle gehen raus, nur er nicht. Verstehe ich nicht. Oh, okay. Sammle Klippenblumen. Wo sind die denn? Da ist er so weit weg ist. Ah, die wachsen in der Nähe. Mhm. Ach, da hinten. Ja, das ist kein Problem. Wo haben wir denn hier einen Transport? Ich glaube hier drüben. Ja. Mal schnell hier Dings benutzen. Halt! Bevor ich das vergesse, kurz mal Museum. Dass ich mal was ausstellen kann, was ich noch zur Verfügung habe. Wäre schade drum, das zu verkaufen, was ich gefunden hatte mal. Hier kann ich nichts, ne? Ne, hier geht nichts. Da habe ich auch nichts.
Habe ich hier irgendwas? Nö, auch nicht. Schade. Dann gehen wir mal nach oben. Hab schon alles vollgestellt. Meine Güte. Das ist auch ziemlich klein hier alles. Nichts. Kann ich hier was ausstellen? Auch nicht. Ist ja gemein. Also hier konnte ich die ganzen Sachen, ne, ausstellen, aber irgendwie nicht mehr. Hier kann ich nichts ausstellen. Hier kann ich was spenden. Aber ich habe nichts Kleines. Ja. Das ist ja blöd, ne? Vielleicht sollte ich das Schwert austauschen. Weil Steinschwert kriegt da schon jeder, also. Ja, komm. Wir. Okay, ich habe auch nichts anderes. Ah, schade. Oder das hier? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja. Oder hier? Ne. Auch nicht. Schade, schade, Schokolade. Ich hab auch so nichts, ne? Gar nichts mehr zum Spenden. Da muss ich wohl oder übel. Mehr für Museum herstellen. Ja, schade eigentlich. So, ganz ruhig bleiben. Dann wir wollen hier hinten hin. Genau. Da gibt es nämlich die besonderen Klippenblumen. Die brauchen wir. Oh. Gast. Nein. Okay, er sammelt gerade auch die Klippenblumen. Aber warum? Hi. Du solltest doch im Blue Moon sein. Was ist los mit dir? Sorry. Okay. And thanks. Ja, kein Problem. Ich helfe gern. Was soll ich sagen? Du bist hier, um Kräuter zu sammeln? Du sagtest doch, du hättest Hunger. Ziemlich gefährlich hier. Muss ich bei Feng entschuldigen. Du sagtest doch, du hättest Hunger. Ja, komm. The doctor mentioned some flowers on the cliff. Ja, der hat zugehört. Ich wusste es. They're only here. Mhm. Sorgt sich wirklich um deine Schwester. Warst du schon immer so hitzköpfig? Feng ist ein guter Arzt. Du musst ihm vertrauen. Ja. We'll see. Just then, in the clinic. Mhm. I've never been that scared in my life. Okay. Oh, Mann. My mind went blank. My hands couldn't stop shaking. Just like, it's hard for me to see Ginger like that. Er hat wirklich Hunger. I'm gonna go. Thanks. Ja. Dann geh mal lieber essen. Der hat die Klippenblumen liegen gelassen. Ist das ein Trottel? Okay, nee, Quatsch, die liegen hier gerade rum. Okay, wo ist das zweite? Da hinten und hier vorne. Warum gibt es hier so viele? Ist es nur durch die Quest, die Klippenblumen? Bestimmt nur durch die Quest, ne? Ich nehme mal noch eine mehr mit. Hab ich sonst noch nie Blumen gesehen an der Klippe. Ich darf nicht mehr. Oh, wow. Ist nur durch die Quest, ne? Ja, ja, ich glaube, das ist durch die Quest. Gut. Ab zurück zu Dr. Feng. Er macht seine Sache schon gut. Man muss schon ein bisschen Vertrauen haben in ihm. Nicht so bizarr sein. Okay. Wer wohnt hier nochmal? Was? Hier wohnt niemand. Ein leerstehendes Haus?
Da, wo niemand wohnt. Krass. Ich dachte, wir haben schon alles freigeschaltet. Dr. Feng, geht's denn gut? Also. Thank you. Ja. This should be enough. Okay. Mission abgeschlossen. Ja, dann können wir ja zurückgehen und unsere Sache widmen. Und zwar, wo ist denn die Feuchtigkeitsfarm? Da unten, oder? Da können wir ja gleich hinieren, also jetzt. Da kann ich ja noch mehr Blümchen kaufen. Let's go. Desto mehr Blümchen wir haben, desto mehr Geld gibt es am Ende. So, welche Blümchen war das nochmal? Nas- und Hornsamen nehme ich mal. Warte mal, der braucht auch... Nee, der braucht 12 Tage. Boah, das ist ein bisschen fies. Okay, naja, egal. Scheiß drauf. Und die Bergrosensamen, genau, die brauchen 7 Tage. Warum kriegt man immer so wenig? Ich verstehe es manchmal nicht. Ja, ich werde wieder alles schön kaufen, was wir benötigen. Wasser hat er nicht zur Verfügung. Müsste ich dann bei Dings kaufen in der Stadt. Ja, dann wollen wir mal in die Städte. Hier erstmal hier hin und dann let's go. Sachen kaufen, bevor wir weitere Sachen verfahren. Was Landwirt betrifft. Ich werde mich jetzt darauf erstmal konzentrieren. Dann wird sich zeigen, wenn irgendwie Zwischenfälle sind. Ne? Also, ich denke mal, Dünger reicht. Wasser noch nicht. Also da müssen wir noch ein bisschen... Ich guck mal jetzt hier kurz mal rein. Okay, Marktpreis minus 11%. Bedeutet in dem Fall für uns Minus. Wenn wir was kaufen wollen, kostet das weniger. Okay. Freundschaftspreis gibt es auch. Das ist schön. Aber ich hätte das auf Plus-Bereich. Also nicht falsch verstehen, sondern Plus wie, dass wir dann mehr Geld machen. Also, ne? Und nicht, dass die mehr Geld machen, sondern ich. Hallo Amira. Ich dachte, ich komme mal vorbei und sag hallo, hallo. Ja, wie süß. So, hier gibt es keine Bergrosensamen. Auch nicht das, was man wirklich braucht. Okay, das werde ich ja auch noch nehmen. Ja, komm. Ich nehme trotzdem mal mit. Wasser brauchen wir sowieso. Und nochmal anklicken, dann kriegen wir 100. Nochmal anklicken, dann kriegen wir den Rest. Nee? Guck mal. Wie geil ist das denn? Da kann man noch mehr Wasser holen. Aber nur begrenzt. Ja, komm. Wir können nie genug Wasser haben, also... Ich nehme es einfach mal und dann ist gut. So, Aufträge werden wir auch machen. Nebensächlich. Aber nur die teuren Aufträge. Ne? Nur zur Info. Ich nehme nur die teuren Aufträge an. Weil das mit den kleinen Aufträgen schön und gut. Oh, da gibt es noch einen Brief. Von Cooper. Danke für das Fleisch. Tschüss. Sehr schön. Hier mal kurz nachschauen. Wie sieht es hier aus? Muss ich noch irgendwie nachgießen, nachdüngen? Nö. 3 Spieltage noch und dann ist das Ding hier fertig. Sehr schön. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die 1 drücken, nicht auf Escape. Dicken Kluftfinger darüber gekommen. So, Silber. Stahl. Ja, okay, das ist nicht viel. Aber das sind immerhin... Das hier 2, 4, 6, 1000. Ja, komm, ich nehm's trotzdem an. Stahlplatten müssen auch noch welche herstellen. Ist gar kein Problem. War das hier? Ne, warte mal, da wird er als Auftrag angezeigt dann.
Dann machen wir hier ein paar Stahl. Okay, muss erstmal Stahlstangen machen. Davon haben wir noch viel zu wenig. Also werde ich mal gucken, dass ich davon noch mehr herstelle. Und natürlich auch Silber. Davon brauchen wir auch noch welche, falls wir an solche Aufträge kommen. So, dann gebe ich schon mal die zwei Aufträge ab, die wir schon machen können. Eigentlich wollte ich nur die großen Aufträge nehmen, aber das Spiel sagt, nein, nimm auch die kleinen Aufträge, wir brauchen das. Ja, okay, sind noch kleine Nebenverdienste von nebenbei, alles gut. Hallo Trudy, Verbesserungsvorschläge? Nö. So, dies direkt zweimal abgeben. Bitteschön. Und bitteschön. Auf Wiedersehen. So, wir gucken mal kurz hier rein. Nee. Okay, sehr gut. Stahlplatte dauert noch. Gibt's auf der Karte noch irgendwas Blaues? Nee, ne? Ich denke mal, am nächsten Spieltag wird's wieder losgehen mit Dr. Feng. Halt. Ah, okay, nee, der Dörfle. Warum liegen hier Sachen rum? Wer wohnt hier überhaupt? Wer ist zu Hause? Ach so. Und dann lässt er hier auch noch Sachen liegen? Krass. Ja, ich lass ihn mal, ne? Also ist sein Kram. Dann nehme ich nichts weg, sonst heißt das hier wieder, irgendein Typ kommt und kloppt mir Sachen. Dann fängt das so an hier wie bei Port, ja, dieser eine Typ, Higgins, der dann garstig wird und rummeckert. Und dann will er das auch wieder haben. So schätze ich auch Way ein. Genau. So, das dauert sowieso. So, wir jetzt aber hier Konzentration. Ich muss hier noch ein bisschen Dreck nachfüllen. Hier, bitteschön. Not macht auch noch Holz alt. Ich muss mal gucken, ob hier noch Wasser drin ist. Ja, 80% Wasser. Wasser wird jetzt weniger verbraucht. Und hier erstmal kleine Vorbereitung, ne? So. Ne? Erstmal Feld vorbereiten. Finde ich sehr wichtig. So. Ja. Kann ich nochmal? Ja, ich kann nochmal. Nice. Sehr schön. Müssen ein bisschen gucken, dass wir das auch richtig hinkriegen. Ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest haben wir das erstmal. Bist du oder was? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Oh nein. Dieses Drehen, ne, ist, das macht mich kirre. Okay. Mehr ist erstmal nicht drin. Dann Pflanzen. Wo sind meine Rosen? Da sind meine Rosen. Die Bäume werde ich auch anpflanzen. Auf jeden Fall. Aber erstmal gucken, wie weit wir... Das genaue Timing, ne? Das genaue Hinstellen. Okay, jetzt aber. Zack. Wieso fehlen da zwei? Egal. Bewässern und düngen. Sehr schön. So, die werden wir auch noch anpflanzen. Auf jeden Fall. Ist mir sehr wichtig, dass wir die auch anpflanzen. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ist ja nicht so schlimm. Sehr schön. Ach, ich bin so happy, ne? Ich bin so richtig happy. Landwirt. Ich liebe Landwirt. In jedem Spiel. Warum ich das vorher nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht. Huch. Okay. Da stand da wieder falsch. Okay, einmal noch, denke ich mal. Und dann haben wir es erstmal.
Eimer können wir noch. Sehr schön. Sehr schön. Gießen und düngen. Ah, das ist so toll. Also wir haben mehr Nashorn-Dings-Gedöns als Rosen. Rosen werden wir dann nebenbei noch vermehren. Und am nächsten Spieltag dann natürlich mehr herstellen. Na Nia, wie geht's dir? Alles gut? Ich denke mal schon. Da brauchen wir nicht nachfragen. Also die Frage klärt sich von alleine. So, dann gucken wir mal. Alles einsortieren. So. Am nächsten Spieltag werden wir dann wieder Dünger werden wir erstmal nicht kaufen, aber mehr Samen holen. Dann können wir auch mehr ansetzen. Genau. So, jetzt erstmal Schlafenzeit. Bis zum nächsten Tag. Ich bin gespannt, was morgen los ist. Und wie es Ginga geht. Ob ihre Fieber runtergegangen ist? Keine Ahnung. Morning. It's a good day to be in a good mood. Oh nein, die hat eine Quest für mich. Tschüss. Okay, ich nehme mal die Quest erst an. Ich sollte das Bett vielleicht mal ordentlich hinstellen. So dass, oh mein Gott. Richtig aufstehen kann. Oh. Ist jetzt ja ein bisschen unangenehm jetzt hier. Ja. Wieso geht das? Ah, jetzt, ne? Jetzt ist es richtig an der Wand. So, jetzt kann sie auch vernünftig aufstehen. Sehr schön. Gefällt mir. Oh. Nichts. Nia, warte. Du willst mit mir doch was machen, ne? Spazieren gehen. Precious. Hey, doing anything? Mhm. Why don't we go for a walk? There's all that natural beauty out there just waiting for us to find it. Okay, können wir gerne machen. All right, ready when you are. Ja. Aber ein bisschen warten, ja. Ich muss, warte mal. Ich kann aussuchen, wo ich spazieren will. Ach, ich muss in eine Klinik. Also hier, geh spazieren. Geh in die Klinik. Ja, wir müssen in eine Klinik gehen. Okay, Nia, du musst noch ein bisschen... Okay, sie kommt mit. Hab nichts gesagt. Sie kommt mit. Brief von Rian? Oh, ein Stuhl. Dankeschön. Miguel? Oh, noch ein Blümchen. Danke, Miguel. Cooper? Oh, danke, Cooper, für Fleisch. Ich werde auch verhungern, ne? Ich werde nie hungern. Moment, das muss ich trotzdem einsammeln. So. Stahlplatte ist schwierig. Okay, ich schmeiß mal noch Stahlplatte an. Geht das? Ja. Auf jeden. So. Ich guck mal kurz nach Pflanzi, bevor wir zu Feng gehen. Nichts davon. Okay, dann gehe ich mal darüber. Wasser. Ich habe ein gutes Gefühl für die Pflanzen hier. Auch kein Düngern? Kein Pflanzen, kein Düngern? Ja, wow. Du bist so schlau. Ja, du bist ein bisschen anhängig, ne? Muss ich sagen. Nimmt mich gerne in der Hand. Das ist toll, schön, ja, aber ein bisschen schlecht jetzt hier irgendwie. Okay, am besten so durchlaufen und dann wieder zurücklaufen, genau. Dann hat man alles im Visier. Aber hier steht doch, dass man, die haben genug Wasser. Ja, okay. Ach schade, kein Rettier. Egal. So, Nia, du musst noch ein bisschen warten. Wir gehen gleich, okay.
Okay, hier haben wir noch Aufträge, die wir erledigen können. Basisspeer und Filter. Ja, okay. die verwirrt mich ein bisschen. Filter. Hier. Filter. Können wir noch... Ja, machen wir zwei. Fertig. Was war noch? Das Speer, ne? Genau. Oh, da brauche ich noch ein winddichtes Tuch. Und da brauche ich Sisal. Ich guck mal, ob ich winddichtes Tuch kaufen kann. Ich weiß, da geht sehr viel Geld drauf, aber ist ja nicht so schlimm. Eigentlich wollte ich mit euch nur Landwirt machen, aber... Ja. Winddichtes Tuch? Nee, gar nicht. Ah, verdammt. Auch Sisal nicht? Die verkauft doch kein Sisal. Ah, wie doof. Ich muss Sisal sammeln, ne? Ah, wir machen erstmal die blaue Quest. Halt. Aber wir können ja hier schon mal abgeben. Wir können ja hier schon mal abgeben. Wo bist du, Auwen? Da. Ein Auftrag fertig. Thank you. Bitteschön. Mach's gut. Und wir laufen mal los. Zur Dr. Feng. Nia. Mal noch. So. Ja, komm mit. Komm jetzt. Warum laufen wir nicht zusammen? Ach, egal. Die wird schon hinterherkommen. Dr. Feng, 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 Dr. Feng, Feng, Feng. Aristocrats, don't stray too far into the desert. Remember, wer wohnt denn hier überhaupt? Mit die ganzen Spielzeuge und Masken. Ach ja, stimmt, das ist dieser Dings. Dieser komische Händler, der ab und zu mal hier in der Stadt rumläuft. Mysteriöser Händler, genau. Hier. Klinik. Ginger, how do you feel? I'm okay. Better than yesterday. Make a note if you feel uncomfortable. I want to record everything that we've done. Including my brother taking care of me. Mm-hmm. Did you take your medicine? Is it still bitter? I'm used to it now. It doesn't take... You're looking better every day. Dr. Sandrock is kinda a misleading name. It's actually not bad here. I can see why Heidi's so proud of it. Mhm. Muss ich jetzt mit ihr reden? Nö, kann man nicht. Hä, und wozu sollte ich jetzt hier rein? Komisch. Dann geh ich wieder raus. Oder zeigt das immer noch blau an? Warte. Es zeigt immer noch blau an. Geh in die Klinik. Ich glaube, wir sollten erstmal den Spaziergang beenden, ne? Wo müssen wir da hin? Irgendwo da hinten. Okay. Gehe spazieren. Wir machen erstmal Gehe spazieren und dann gehen wir nochmal Klinik. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, okay. Hier fährt nämlich auch der Zug durch. Hier ist Sandfischen. Und hier ist... Wow. Das nennt man Spazieren. Okay, ich bin gespannt. Okay. Schöne Aussicht. Sehr schöne Aussicht. Oh. Oh, das ist so toll. Kann man ein Foto machen? Geht das?
Nee, schade. Irgendwie nicht so. Man kann angeblich rauszoomen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Vergrößern, drehen. Oh. Huch. Nein, so dicht wollte ich nun auch nicht. Ah, ist so schön, ne? Am liebsten so stundenlang bleiben, aber es geht nicht. Wir müssen weiter. Precious, people and plants do have a little bit in common. We have to get a bit of sun from time to time to recharge. Don't you feel better? Mission abgeschlossen. Have you eaten yet? If not, shall we go together? Ja, ich habe schon gegessen. Kein Problem. Spoiler, ich habe überhaupt noch nicht gegessen. Also im Spiel. Ich brauche auch nichts. Ich habe Ausdauer voll. Wir haben den Magen immer voll. und hier sind Sandangeln. Ja, schön. Aber wir werden uns davon entfernen. Ich werde nie wieder Sand angeln. Ich werde erstmal Landwirt betreiben mit euch. Jetzt können wir zur Klinik. Sehr schön. Ich würde ja gerne, aber das Spiel sagt nö. Jetzt so. So, die nächste blaue Quest. So, mal gucken, was da los ist. It's not here. Was ist nicht hier? Is this it? Sorry, I was reading it. Here. CSI Clinical Trials? It's a good book. Medical theory, too. You said to read your books, didn't you? Yes. That my medicine are based on these. If you are tired, you may rest upstairs. Okay. Thanks. Das war alles? Aha. Drin Badewanne, das Wasser sieht warm und verlockend aus und riecht stark nach Medizin. Du bekommst richtig Lust, hineinzuklettern. Ja. Okay. Ja, ist anscheinend alles in Ordnung. Oder, Dr. Feng? Ah, okay. Ich lasse dich in Ruhe. Wow, dafür bin ich hergekommen? Warum so dunkel? Okay, dann ist nichts weiter. Ich sollte bloß nach den Rechten sehen. Von meinem Charakter aus. Sollte ich nur nach den Rechten sehen. Okay. Ich sollte echt mal ein Reittier mieten, ne? Man braucht nicht so viel rumrennen. Oh, Jagdmeerstation. Ja, das regelt. So, dann kommen wir ein paar Samen ein. Ein paar Sämchen. Nashornsamen auch. Plus 1% Marktpreis. Das sieht doch gut aus. Stroh werde ich trotzdem kaufen. Weil davon brauchen wir zukünftig ja massig. Hier, und dann noch 10 Rosen. Sehr schön. Dankeschön und auf Wiedersehen. Das ist blöd, dass man Stroh nicht selber produzieren kann, ne? Ich sag's nur. Weil normalerweise kann man Stroh aus Weizen gewinnen. Ja, normalerweise. Und schade, dass wir nicht solche Maschinen haben, wie zum Beispiel Mähdrescher, um selber abzumähen. Was eigentlich ein cooles Feature wäre. Ja, Stroh. Die haben keine Pflanzen, ne? Die verkaufen sowas nicht. Nächste Stroh hole ich bei ihm hier. Bei Burgers ab. Wasser werde ich erstmal nicht kaufen. Werden wir auch nicht benötigen. Oh, hallo Miguel, wie geht's dir? Na, hast du dich schon eingelebt? I hope to see you at this Sunday's gathering. Ah. Say,
I don't suppose you've made a donation recently, have you? Ich kann wieder spenden. Wir haben ja Geld. Okay, goodbye. Diesen Sonntag, ich schau mal. Ja, diesen Sonntag spenden wir wieder. Sollte ich vielleicht auch markieren, ne? Hier, sonntags. Erinnerung hinzufügen. Wichtiges Ereignis. Um 9 immer wöchentlich wiederholen. Wie kann ich das beschriften? Hier. Spenden an der Kirche. Genau. Immer sonntags werde ich immer dran erinnert. Sehr gut. Falsche Richtung. Tut mir leid. Es war jetzt keine Absicht. Ich muss sagen, dieses Spiel macht mir immer noch Spaß. Auch wenn wir fast bei 300 Folgen sind. Ist nicht beabsichtigt, also, ne? Ist halt, das Spiel ist halt so gegeben. Kaktus war es, ne? Okay, bei ihm kriege ich nicht solche Pflanzen, die ich gerne hätte. Hätte Fahrradkette? Was spannender wäre, wenn wir Biokruste herstellen könnten. Mit den komischen Bäumen da. Boah, ich weiß nicht, was man da bekommt. Kann ich, glaube ich, hier kurz mal reingucken, ne? Rohmaterial, ja. Warte, Rohmaterial. Okay, haben wir noch nicht entdeckt. Schade. Sonst hätte ich gerne nachgeschaut, was es bringt mit Biokruste. Aber Biokruste kann man leider nicht kaufen. Muss man, glaube ich, selber herstellen. Wir haben 3 Biokrusten. Gut, dankeschön. Gehen wir gleich ab. Haben wir noch irgendwas? Nö. Das, was ich farmen muss, diese Aufgaben nehme ich nicht an. Die lasse ich stehen. So, dann gucken wir mal hier kurz rein. Sieht gut aus. 4 Tage. Ich muss auch nicht gießen oder düngen. Krass. Wo sind meine Pflanzen? Ach, wir haben noch Nashorn. Ach ja, habe ich gerade erst gekauft. Würde ich gerne noch nachpflanzen. Wenn es geht. Ja, genau. Und das hier möchte ich gerne nochmal nachpflanzen. Sollte nicht immer zu weit nach. Nee. Ah, dieser Charakter, ne? Manchmal könnt ihr diesen Charakter erschießen. Okay, da ist noch sehr viel Platz drauf. Warum? So. Wenn er nicht so komisch laufen würde. So. Sehr schön. Also mir gefällt's, euch gefällt's bestimmt auch. So, den letzten Auftrag noch abgeben und dann kann man endlich schlafen gehen. Aber Moment, hier noch kurz überprüfen. Ja, gießen. Sehr gerne. Filled with commissions today? Don't wear yourself out. It'll break my heart. Ermüde dich nicht, Schatzilein. Es wird mir das Herz brechen. Was? Ich würde doch niemals... Hallo? Ich würde doch niemals übertreiben. Um Gottes Willen. Dann wäre ich ja kein Mensch, wenn ich übertreiben würde. So, Heidi, deine letzte Bestellung hier. Bitteschön. Und mach's gut. Viel Spaß noch mit was auch immer. Ach, wir haben ja noch Filterkern. Ups. Ach. Hä? Habe ich das nicht hergestellt? Ach, ich muss noch eine perfekte Qualität erbringen. Wow.
sorry, dauert doch noch ein bisschen länger als geplant. Morgen werde ich mal gucken, dass wir das ein bisschen schneller vorankriegen und ich werde dann die Aufträge erstmal fallen lassen. Aber jetzt gerade in dem Moment muss ich wohl oder übel. Ja. Dadurch. So, Burgess ist anscheinend im Blumensalon. Sehr gut. Ich hab da schwer eine Krawatte gehört. So. Ja, leider, wir hatten eine Dreiviertelstunde Aufnahme. Tut mir leid. Ich kann mich irgendwie nicht kurz halten. Also, die Aufnahme meine ich. Thank you. Bitteschön, Dankeschön, sehr gut. Wir haben noch einen Auftrag. Ach verdammt, der Speer. Oh, wie viele Aufträge kann man haben? Ach ja, winddichtes Tuch kann ich nicht herstellen. Oh, dann kann ich diesen Auftrag nicht abschließen. Ja, komm. Sorry. Ich habe kein winddichtes Tuch, tut mir leid. Gut, morgen werde ich dann die Aufträge weglassen und mich für Landwirt bemühen, ne? Mehr für Landwirt da sein als alles andere. Aufträge lasse ich erstmal liegen. Und wir gehen erstmal schlafen. Schlaffi. Anzeige storniert. Was? Jetzt muss ich gucken. Morning. It's a good day to be in a good mood. Ja, wir gehen mal kurz raus. So viel Zeit muss sein. Ich gucke trotzdem mal zwischendurch rein. Ich lasse das jetzt. Okay, wir haben einen Brief. Den lesen wir doch gerne durch. Von Heidi. Ich habe gehört, dass du dich mit Gast und seiner Schwester herumtreibst. Wusstest du, dass wir früher beim selben Meister in der Lehre gegangen sind? Nun, ich werde sie heute besuchen. Komm doch mit, wenn du Zeit hast. Dankeschön. Pablo. Elsie. Ich kriege mal Geschenke, ne? Unnötig. So, wie gesagt, ich werde mich mal morgen dran halten, nur Landwirt zu betreiben und die blauen Quests zu machen. Das ist jetzt hier, ne? Wir müssen Prioritäten setzen. Gießen? Aha, jetzt kann ich gießen und düngen. Warum ging das gestern nicht? Okay. Halt. Okay. Warum ging das gestern nicht? Ich weiß nicht. Geh in die Klinik. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sag ich mal an der Stelle... Warte mal. Wir haben jetzt zwei. Klinik und Heidi. Okay. Gut, dann war es das erstmal für diese Folge. Falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns dann am besten. Ansonsten, morgen wieder... Bye, Sandrock. Ciao mit V. Tschüss mit Ö. Euer Lieschen. Tschüss.